Die Scheibe fällt. So soll es ja auch sein beim Biathlon. Doch bevor Manuel Müller sich ans Schießen machen kann, muss sein Arbeitsgerät geladen werden. Und die ein oder andere gemütliche Runde zum Warmlaufen muss natürlich auch sein. Dann heißt's, Klamotten runter und los geht's mit dem Training. Bereits im Alter von 6 Jahren begann Manuel mit dem Langlaufsport. Als 13-Jähriger entdeckte er die Faszination Biathlon. Die Faszination ist einfach, zwei kontroverse Sportarten miteinander zu verbinden. Mal das Langlaufen, wo man sich richtig auspowert, und dann das Schießen, wo man halt eigentlich hochkonzentriert sein muss und ganz fein zu arbeiten. Und das zu kombinieren, das ist für mich der Reiz vom Biathlon. Seit April 2010 steht der 21-Jährige im B-Kader des Deutschen Skiverbandes. Bei den Biathlon-Junioren-Weltmeisterschaften in Torsby gewann er im gleichen Jahr sowohl im Einzel als auch in der Staffel die Goldmedaille. Um so erfolgreich zu sein und vor allem zu bleiben, ist viel Disziplin und Training nötig. Dabei unterstützt ihn so oft wie möglich auch sein Großvater. Ohne die Familie und speziell den Opa wäre das alles überhaupt gar nicht möglich gewesen, hätte man das alles gar nicht so lange machen können. Schon allein finanziell nicht. Das hat einen Haufen Geld gekostet und von dem her bin ich da sehr dankbar, dass uns da die Familie so unterstützt hat. Neben dem Leistungssport Biathlon hat Manuel Müller ein zweites Standbein. Man weiß ja schließlich nie. Plan B, den gibt es zum Glück, ja. Also ich habe das Glück, dass ich vom Zoll unterstützt werde. Ich bin im Zoll-Skiteam, habe da meinen sicheren Arbeitsplatz, bin aber nicht freigestellt, sondern es ist mein Job, eben Deutschland im Ausland zu repräsentieren. Und wenn die sportliche Karriere aus was vom Grund auch immer irgendwann mal vorbei ist, dann habe ich die Sicherheit, dass ich beim Zoll meine Ausbildung machen kann. Doch an etwas anderes als Biathlon will der Allgäuer momentan nicht denken. Er hat sich für die kommenden Jahre so einiges vorgenommen. Dieses Jahr habe ich den Sprung zu den Herren gemacht und möchte da natürlich jetzt an die Leistungen im Juniorenbereich anknüpfen. Nächstes Jahr möchte ich schauen, dass ich den Anschluss zum Weltcup-Team schaffe, dass ich da meine Einsätze bekomme. Und natürlich 2014 ist mein großes Ziel, bei der Olympiade in Sotschi dabei zu sein. Die Biathlon-Nachwuchshoffnung bleibt aber am Boden. Er weiß genau, das ist nur mit Disziplin zu schaffen. Fleißig trainieren also, dann wird's was mit der Karriere. Damit von Manuel Müller am Ende mehr übrig bleibt als nach einem Schießtraining.